Welche Brillenfarbe soll ich nun nehmen? Fragst du dich das? Du hättest schon gerne etwas Farbe, aber auffällig soll die Fassung nicht sein. Stimmig soll sie halt sein und vor allen Dingen harmonisch in dein Gesicht passen. Setze einfach folgende Empfehlungen um und du wirst sehen, dass dir diese konkreten Tipps sichtbar Klarheit schaffen. Ich denke, viele Brillenkäufer, denen geht das ähnlich. Sie wünschen sich aus verschiedenen Gründen eine Brille, die man nicht sieht oder wenig sieht. Und einige greifen dann als erstes mal zu einer rahmenlosen Fassung, weil sie denken, das ist die beste Lösung. Vorsicht aber, bei einer rahmenlosen Fassung siehst du immer die Nasenbrücke oder den Steg oder eben auch die Bügel. Und je nachdem, wie der Steg gebogen ist oder die Bügel geformt sind, kann das komplette Bild verändern. Weil du eben keinen Rahmen hast, ist der Hingucker die Nase und der Seitenbereich. Sei dir also dessen bewusst. Deshalb gibt es viel bessere Tipps, sag ich mal, die du umsetzen kannst, damit eben diese Fassung in dein Gesicht passt. Da du ja schon mal weißt im Moment, dass deine Fassung zurückhaltend wirken soll, kannst du ganz einfach auf Merkmale achten, die du von deinem natürlichen Aussehen mitbringst. Du hast nämlich durch deine individuelle Farbigkeit, und da spreche ich jetzt mal ganz natürlich vom natürlichen Aussehen und nicht, wenn du Haare gefärbt hast, wird es schon ein bisschen schwieriger, aber von deinem Naturton und auch von deiner Augenfarbe, deiner Hautfarbe, all das gibt dir einen Kontrast und auch eine gewisse Farbigkeit. Und deswegen schaust du mal als allererstes jetzt, welche Augenfarbe hast du eigentlich? Schau dir mal ganz tief in die Augen und guck mal, welche Augenfarbe du hast. Denn das ist meine erste Empfehlung. Probiere Brillen aus, die deine Augenfarbe unterstreicht. Einmal in der Farbigkeit, aber vor allen Dingen auch in der Intensität. Denn deine Augen sollen ja im Fokus stehen und nicht unbedingt der Rahmen. Und ich zeige dir das jetzt mal anhand meinen Brillen. Ich habe nämlich da so einige aus einer Farbrichtung heraus. Eine habe ich jetzt auch schon auf und ich komme mal ein bisschen näher. Und da siehst du jetzt vermutlich auch, ich habe grüne Augen, sogar ein warmes Grün, obwohl ich ein kühler Farbtyp bin. Aber nichtsdestotrotz, diese Brille hat kalte und warme Anteile, schwerpunktmäßig im kühlen Bereich. Und sie nimmt auch perfekt den Kontrast meiner Augen auf. Also es ist ein dunkler Rahmen und auch noch helle Anteile in dieser feinen Musterung. Ob man die jetzt hier so toll sehen kann, warten wir es mal ab. Aber wenn ich den Kopf so hin und her mache, ich denke, du hast zumindest mal einen Eindruck, dass die Brille harmonisch zur Augenfarbe passt. Und du siehst auch heute natürlich noch von der Farbe, die ich anhab, da passt es auch ganz gut dazu, obwohl es jetzt eine richtig kalte Farbe auch ist. Na, so kannst du das insgesamt noch ausprobieren. Dann ist es ja so, dass einmal Leute, die grünliche oder bläuliche Augen haben, mit petrolfarbenen Fassungen alles richtig machen. Petrol ist eine Farbe, das ist eben auch mein Kleidungsstück jetzt heute, die kühle und warme Anteile gleichzeitig hat. Gibt es natürlich auch in unterschiedlicher Gewichtung, aber wenn du so grünlich-bläuliche Augen hast, ist es ein super Tipp, das einfach mal auszuprobieren. Na, wichtig ist eben, dass du deine Augen nicht mit einer zu großen Intensität überstrahlst. Ich nehme mal noch eine andere petrolfarbene Fassung, die ich jetzt vor dem Computer nur noch trage. Die ist ganz anders. Die hat nämlich viel kühlere Anteile, also richtig kalt, so ähnlich wie mein Oberteil und hat so einen Glitzerrahmen noch hier oben. Also es gibt ja die Brillen auch in ganz, ganz vielen verschiedenen Ausführungen, sag ich mal. Und hat natürlich durch die Farbe jetzt eine etwas andere Wirkung. Sie wirkt etwas kühler, sieht aber auch sehr frisch aus. Also beide Varianten haben, sag ich mal, eine etwas andere Wirkung. Das ist auch noch eine Metallfassung, das andere war Kunststoff. Das spielt natürlich auch noch eine Rolle, wie stark der Rahmen ist und so weiter. Aber probier das tatsächlich einfach mal aus, in deiner Augenfarbe zu gucken. Wenn du jetzt denkst, du hast blaue Augen, kann ich dir nur sagen, viele Leute haben keine blauen Augen, obwohl sie das tatsächlich denken. Das liegt einfach daran, dass unsere Augen, wenn sie blau sind, eigentlich gar keine Pigmente haben. Es gibt kein blaues Farbpigment im Auge, sondern nur ein bräunliches. Schau dir gerne mal ein Video dazu an, das ich für mein Beratungsnetzwerk Corporate Color gemacht habe zu diesem Thema. Da erkläre ich ganz genau, wie die Augenfarbe gebildet wird. Und da wirst du sicherlich sehr spannende und interessante Sachen dazu erleben oder hören. Das wird dir ja noch einen ganz neuen Blick auch zu dir selber geben. Und nochmal zurück zu dem bräunlichen Pigment. Die meisten haben ein bisschen davon eingelagert. Und sobald da etwas im Auge ist, ja, hast du keine richtig blauen Augen mehr. Und das ist aber auch spannend, weil du kannst deine vermeintlich
blauen Augen durch eine andere Brille, zum Beispiel auch in die Petrolrichtung oder sowas, unterstützen, dann wirken sie etwas grüner. Also das ist auch eine ganz, ganz tolle Geschichte, was du da eben auch machen kannst. Nehmen wir mal meine blaue Brille. Moment, einmal wechseln. Ein sehr gedecktes Blau, was auch genau zu der Intensität der Augenfarbe passt. Dadurch ist das sehr stimmig. Ich kann zu dieser Brille eigentlich jede Farbe tragen, weil das natürlich durch Blau sehr einfach ist. Also blaue Brillen lohnen sich wirklich für viele Menschen. Aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt. Du musst auf die Intensität der Brille achten. Wenn du so helle Augen hast wie ich und auch so grünlich, solltest du kein richtig intensives Blau wählen. Ich zeige dir das mal an einer anderen. Das ist nicht meine Brille, da haben wir mal schnell die Gläser rausgemacht. Dann kannst du sicherlich sehen, wie intensiv das Blau ist. Wir müssen ja rankommen, damit du das siehst, wie das auch mit den Augen quasi jetzt also in Konkurrenz steht. Das ist viel zu stark. Der Rahmen geht jetzt raus, meine Augen gehen in den Hintergrund. Also ich möchte das nicht. Wenn du das gerne machen möchtest, ist das natürlich etwas, was für dich interessant ist, aber jetzt nicht für mich unbedingt. Ich möchte nur, dass du diese Aspekte einfach mal für dich beachtest. Jetzt setze ich mir auch eine Brille auf, dass ich wieder was sehe. Und das haben wir jetzt die ganze grün-blau-Augenrichtung mal abgearbeitet. Wenn du jetzt braune Augen hast, auch die gibt es ja in sehr unterschiedlichen Ausprägungen, vom helleren Braun bis zum richtig dunklen. Und ich habe dir mal ein Beispiel hier von einer Frau mitgebracht, wo du das eben sehen kannst, dass sie braune Augen hat. Und da sind natürlich auch Farben, die die Intensität der Augenfarbe aufnehmen, auch super. Also wenn sie jetzt einen Braunton nimmt, einen Anthrazitton, so wie sie es jetzt auch hat, oder ein Dunkelblau, sieht das total stimmig aus, weil sie genau das auch mitbringt und die Augen auch wieder in dieser Intensität sind. Ne? Also das ist sehr gute Geschichte. Hast du natürlich jetzt einen etwas dunkleren Hautton, dunkler pigmentiert und hast auch dunkelbraune Augen, das ist ja ganz häufig dann der Fall, dann kannst du auch überlegen, ob du sogar einen Ton mal runter gehst, einfach damit es etwas freundlicher und weicher zum Beispiel wirkt. Ne? Man könnte aber auch noch eine dunklere Fassung wählen oder eben auch eine richtig kräftige. Aber du willst ja eine, die man nicht sieht, so unterstelle ich dir jetzt mal und trotzdem mache ich dir jetzt schon mal Mut. Geh doch mal in den Kontrast, weil wenn du eine gut farbige Haut hast, sag ich mal, dann hast du einfach viel mehr Möglichkeit mit Farbe echt was zu machen, ohne dass es so auffällig ist, sondern das gibt dann richtig einen schönen Wow-Effekt. Na, also probier es einfach mal aus. Vielleicht hast du auch schon gehört, dass es ja man gar nicht die Augenfarbe nehmen soll bei der Brille. Das hört man auch beim Schminken ganz häufig. Und ich sag dir ganz ehrlich, das ist Quatsch. Und ich würde auch ganz gerne wissen, warum man das nicht nehmen soll. Wenn du das weißt, warum man nicht die Brille in der Augenfarbe nehmen soll oder auch nicht den Kajalstift in der Augenfarbe, schreib das mal unten in die Kommentare. Vielleicht lerne ich dann sogar noch ein bisschen was davon. Genau, bin ich schon total gespannt. Ich möchte dir noch einen letzten Vergleich zum Thema Augenfarbe zeigen. Und zwar anhand eines jungen Mannes. Der hat helle Augen, obwohl sein Kontrast insgesamt recht stark ist. Wenn er jetzt so eine helle Fassung trägt, passt er sich natürlich sehr schön seiner Augenfarbe an. Aber wie wirkt die insgesamt in seinem Gesicht? Ein bisschen lahm, oder? Wenn wir die zweite Variante sehen, wo er ein bisschen mehr Kontrast hat, also über die Augenfarbe hinausgeht und eher den Kontrast, sag ich mal, der Haare mit aufnimmt, und da siehst du, sind wir schon im zweiten Beobachtungspunkt, dann wirkt das sehr stimmig und auch sehr viel präsenter. Also dein Naturton der Haare gibt letztendlich auch vor, wie deine Brille sein kann. Weil wenn du deine Haare ja immer hast, sag ich mal von der Haarfarbe, wenn es dein Naturton ist, noch einmal kurz betont, auch dazu haben wir übrigens ein Video gemacht, was wir dir hier noch verlinken, wie das mit der Haarfarbe alles zusammenhängt, kannst du quasi den Kontrast deines Naturtons auch in deiner Brillenfarbe zum Beispiel aufnehmen. Das macht also auch eine ganze Menge insgesamt aus. Ne? Hast du quasi jetzt einen helleren Ton, dann kannst du auch mal hellere Brillen probieren und so weiter, um das eben auszutesten. Und dadurch, dass eben deine Naturfarbe perfekt zu deinem Gesicht passt, wirst du auch mit deiner Brille natürlich sehr harmonisch das Ganze unterstützen können.
Und ich zeige dir auch nochmal ein Beispiel an einem warmtonigen Modell. Die hat nämlich auch auf allen Ebenen alles richtig gemacht. Die hat tatsächlich ihre Haarfarbe und ihre Augenfarbe sehr gut in der Brillenfassung aufgenommen. Zum Beispiel hat sie oben auch noch auf der Brille so einen orangen Rand, so einen Fein, der sich in der Haarfarbe sehr gut aufnimmt. Und weil Augen und Haarfarbe einen ähnlichen Kontrast haben, sieht das natürlich auch super stimmig aus. Das sind dann zwar jetzt sichtbare Brillen, ja, aber sie sind eigentlich unsichtbar, weil sie sich in das Ganze drumherum wunderbar einpassen und dann tatsächlich auch sehr harmonisch sind. Und ja, wenn du da noch mehr Lust bekommst, dich mal mehr mit Farben und mit deinen Möglichkeiten zu beschäftigen, dann lass dich doch mal in einem bei uns gelisteten Optiker-Fachgeschäft beraten. Da haben die Mitarbeitenden alle eine Weiterbildung gemacht und kennen sich wirklich richtig gut aus. Klick also mal unten im Infofeld auf den Link. Ja, und schau auch immer wieder mal neu da rein, denn wir werden ja immer wieder neue Optiker nachschulen und dann wird die Liste weiter wachsen. Ich bin dann übrigens auch schon fast wieder weg zum nächsten Schulung. Viel Spaß auf jeden Fall mit den neuen Möglichkeiten der Brillenfarben.